Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du für tolle Sachen aus Altpapier herstellen kannst. Dieses Mal habe ich ein Experiment gewagt. Und zwar habe ich mit Epoxyharz, also sprich Kunstharz, gearbeitet. Ich werde noch einige Dinge am Schluss dazu sagen. Aber zuerst darfst du schauen, wie ich das gemacht habe. Und ganz am Schluss sehen wir uns nochmals. Wenn du kleine Schalen hast, die so einen Absatz haben, dann fängst du mit der Pulp immer oben an und arbeitest dich vorsichtig nach unten. So hast du die Möglichkeit, den Absatz auch zu übernehmen. Wenn du es einfacher haben möchtest, dann nimmst du eine Schale, die gerade ist oder rund. Das ist zum Anfangen sicher wesentlich einfacher als bei diesen Schalen. Hier habe ich eine bereits gemacht und so habe ich die Möglichkeit, den Absatz zu übernehmen, wenn ich das möchte. Und für das Projekt, wo ich vorhabe, finde ich das noch sehr schön. Und hier werde ich garantiert mit einer zweiten Schicht darüber gehen, schon alleine wegen dem Absatz, da sich diese verziehen wird. Jetzt mache ich die noch fertig und dann schauen wir, wie es weitergeht. Die sind nun getrocknet. Wenn sie wirklich gut durchgetrocknet sind, kannst du sie sehr leicht von der Form ablösen. Ansonsten würde ich es noch ein bisschen stehen lassen. Jetzt kannst du die grundsätzlich so lassen und bemalen. Ich möchte hier noch eine zweite Schicht darüber machen. Die werde ich ganz, ganz dünn machen. Und hierfür habe ich bereits diese Pulp schwarz eingefärbt. Das kannst du einfach mit dem Kleister beifügen, die Farbe, die dir gefällt. Und dann gut durchkneten und lange pürieren. Also ich habe jetzt diese Pulp auch lange püriert, damit ich eine ganz feine Masse bekomme. Das braucht ein bisschen Geduld. Und dann kann man schön fein arbeiten. Wenn die Schalen ein bisschen unförmig sind oder eventuell, dass es schon Risse gegeben hat hier oben, kannst du das jetzt mit der zweiten Schicht korrigieren. Wenn du die zweite Schicht machst, dann lass sie auf der Form drauf, ansonsten verzieht sie sich. Okay, ich werde jetzt hier eine zweite Schicht machen. Ich muss jetzt hier schauen. Je nachdem, das zieht sich ja zusammen. Du musst sie nicht komplett auf die Form drauf tun, nach unten drücken, dann könnte es reißen. Aber einfach so dann ein bisschen drauflegen, zumindest beim Trocknen. Beim Arbeiten nicht zwingend, aber wenn du sie trocknen lässt, damit du diese nochmals auf die Form machst. Gut, dann werde ich jetzt hier die zweite Schicht machen. Ich werde das nur außen machen. Und dann kannst du auch schön schauen, ob es überall gleich dick ist oder ob noch Licht durchschimmert.
Hier sehe ich jetzt gerade bei meinem, hier schimmert noch ein bisschen Licht durch. Und das kannst du jetzt alles auskorrigieren. Dann geht's weiter. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Thank you.
Eins, zwei, drei. Mein kleines Experiment ist nun fertig. Ich wollte das schon ewig lang machen und hatte entweder die Zeit nicht dazu oder gerade keine Lust. Und für das Erstlingswerk finde ich, ist es recht hübsch geworden. Ich habe das jetzt wirklich nur fürs Video ganz kurz ein bisschen dekoriert. Aber es ist natürlich schon gedacht, dass man das auf den Tisch stellen kann zu einem Apéro. In der Schweiz haben wir ja Apéro, in Deutschland glaube ich nicht so. Auf jeden Fall kann man hier Oliven reinmachen oder Nüsse. Du kannst es natürlich auch für Schmuck benutzen. Du könntest sogar ein bisschen Wasser einfüllen und Blumen reinmachen. Also hier ist die Dekorationsvielfalt gegeben. Jetzt möchte ich noch kurz was sagen. Ich habe diesen Ast ja mit Sekundenkleber befestigt, habe dann aber zusätzlich noch eine Schraube montiert, weil das würde sonst nicht halten. Die Schalen habe ich auch mit Sekundenkleber befestigt. Das wird auf die Dauer nicht halten. Also da müsstest du einen anderen Kleber nehmen. Kein Heißkleber, das hält auf die Dauer auch nicht. Was du aber machen kannst mit diesem Epoxyharz, du kannst eine kleine Menge anrühren, etwas stehen lassen, bis es zähflüssiger ist und dann kannst du die Schalen befestigen und das hält bombenfest. Den Innenbereich der Schale habe ich einmal mit dem Epoxyharz bestrichen, habe das 24 Stunden trocknen lassen. Du wirst merken, dass die erste Schicht sich ziemlich schnell in das Papier einsaugt. Also du musst hier gut drei Schichten machen. Ich habe dann dazwischen mit Acryl, nach der ersten Schicht mit Acryl, das Innenleben weiß bestrichen, da ich kein Weiß hatte beim Epoxyharz. Da kannst du ja verschiedene Farben einmischen, aber ein Weiß war nicht dabei. Gibt's aber. Also habe ich mich so habe ich das so gemacht, dass ich einfach eine Schicht dazwischen mit Acrylfarbe und dann mit Epoxyharz wieder darüber gegangen bin, also gut drei Schichten und dann ist es wasserfest. Daher kannst du da wirklich auch Wasser einfüllen und du kannst es gut reinigen. Ich wollte das jetzt unbedingt probieren mit diesem Harz. Ich habe hier die große Schale, die habe ich auch mal mit Epoxyharz behandelt. Die ist jedoch noch nicht fertig. Es hat natürlich einen sehr hohen Glanz. Den kannst du aber mit Schleifpapier matt machen und dann hast du eine wasserfeste Schale. Mit Lack war das für mich einfach immer ein bisschen unbefriedigend. Es hält halt auf die Dauer nicht wirklich den Wasserstand und das finde ich eine gute Alternative. Dieses Epoxyharz findest du ohne Problem im Internet, da kannst du eine kleine Menge bestellen, man braucht nicht viel. Da kannst du ein bisschen ausprobieren. Ich werde sicher noch mehr damit arbeiten und werde euch auf dem Laufenden halten. Dann habe ich ja diese Woche, die ganze Woche, offenes Atelier ab 10 Uhr. Dann gibt es eine kleine Mittagspause, da ich ja mit meinem Hund noch raus muss. Und dann am Nachmittag, ich schätze so ab 13 Uhr bis 17 Uhr, ist dann das Atelier wieder offen. Wenn jemand von euch in der Nähe ist, ihr seid herzlich willkommen. Ihr könnt einfach vorbeischauen oder ihr könnt euch informieren. Ihr könnt auch arbeiten kommen, solange wie ihr wollt. Da seid ihr komplett flexibel. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich jemand von euch vielleicht hier begrüßen darf. Alle Kurse, alle
kleinen Dinge, die ich auf Video hier zeige, kann man bei mir auf der Webseite günstig erwerben. Auch eben, wie gesagt, die Kurse, die Ausstellungen auf meiner Webseite findest du alles. Und wenn du neu auf diesem Kanal bist und du findest, oh, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren, dann gibt es natürlich ein tolles Buch von mir, wo du alle Grundlagen drin hast über Pulp, das Rezept, Fragen und Antworten, die hier beantwortet werden. Und du hast 10 verschiedene Inspirationen, also wirklich, dass du sehr grob mit der Pulp arbeiten kannst, bis sehr, sehr fein. Da ist wirklich alles drin, was man zum Anfangen wissen sollte. Auch dieses Buch kannst du bei mir auf meiner Webseite bestellen. Schreib mir eine E-Mail mit deiner Adresse und dann geht das auf die Reise. Es ist eine Rechnung dabei und dann kannst du mir das überweisen und kannst starten. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß. Bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wenn du Fragen hast, bitte schreib mir das unten in die Kommentare über ein Abo oder über ein Like. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Damit unterstützt du meine Arbeit, damit ich hier weitermachen kann. Bis dahin, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Tschüss zusammen und wir warten alle auf die Sonne. Tschüss miteinander.